Das Cannabis-Gesetz ist jetzt fast eine Woche Realität. Und siehe da, keine Explosion der Straftaten und keine Überforderung der Polizei. Stattdessen mehr individuelle Freiheit, Entlastung und Gerechtigkeit bei der Justiz. Wo sich allerdings noch die ein oder andere Frage stellt, und zwar, was ist nun mit dem Cannabis-Gesetz und den Inkrafttreten erlaubt? Jetzt ist aber unbedingt notwendig, die Sache rund zu machen und die Modellprojekte als zweite Säule zu beschließen. Alles klar. Okay, gar nichts mehr drin. Doch wie immer gibt es genug Nachschub. Oh, hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und damit willkommen auf den Kanal Fantastic Life, wo sich nämlich rund um das Thema Cannabis in Deutschland dreht, was ja ab nun den 1.4. schon legal ist, was nun eben die Entkriminalisierung und auch einige Freiheiten für Konsumenten bedeutet, doch sich auch die ein oder andere Frage aufstellt, also wie das Cannabis-Gesetz nun zu interpretieren ist, also was Abstandsregeln angeht, oder aber auch andere Fragen, was den Konsum in der Öffentlichkeit angeht, weswegen ich euch natürlich hier auf dem Kanal über sämtliche Themen auf den Laufenden halten werde, genauso wie wir natürlich jeden Schritt der Legalisierung durchgenommen haben, bis es dann endlich zur Realität geworden ist. Deswegen wir jetzt auch direkt ins Video starten, wo ich schon einige Infos für euch parat habe, die mal wieder gesponsert sind von Hybrid Filter und auch Pheno Hunter, der seit kurzem mit dabei ist. Wo wir uns heute nämlich mal ansehen, wie es eine Woche nach Inkrafttreten der Legalisierung Säule 1 in Deutschland aussieht und ob die Cannabis-Legalisierung wirklich zum Anstieg der Straftaten geführt hat oder nicht einfach nur zur Freiheit der Konsumenten, so wie ich das sehe. Wozu es nun auch einige Meldungen seitens der Bundesländer gibt. Genauso wie natürlich auch in die ein oder andere Frage, die sich jetzt natürlich stellt, also zu den Abstandsregelungen, Besitzmengen und was nun eigentlich erlaubt ist. So wie natürlich auch die Säule 2, die nach der Säule 1 der Legalisierung noch folgen muss, damit es eben in der Zukunft auch Fachgeschäfte gibt, was ja somit gesehen erst einer richtigen Legalisierung nahe kommen würde. Und es passenderweise nun neue Aussagen seitens des Bundesdrogenbeauftragten, aber auch Christine Lüttke gibt, die wir uns im Verlauf des Videos natürlich auch nochmal ansehen werden. Doch bevor wir nun zu den weiteren Infos kommen, möchte ich noch kurz auf den Sponsor aufmerksam machen. Oh, und zwar Hybrid Filter, die nämlich nicht nur Filter herstellen mit der 2-in-1 Technologie, also der Doppelfilterung mit Zellstoff und auch der Aktivkohle, sondern auch beispielsweise Paper herstellen, wie zum Beispiel hier diese Kingside, damit man eben auch richtig vorbereitet ist. Wozu es nämlich auch nochmal den Rabattcode Fantastic20 gibt. Also so viel Rabatt wie nirgendwo. Also falls ihr daran interessiert sein solltet, in der Zukunft mal ein wenig eure Lunge zu schonen, dann checkt auch gerne mal den Link in der Beschreibung ab, wo ihr dann unter anderem eine dieser goldenen Grinder-Karten gewinnen könnt. Was somit bedeutet, dass ihr ein Leben lang Goodies von Hybrid bekommt. Also somit gesehen ausgesorgt. Also viel Glück auf jeden Fall dabei. Und schon mal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, ohne die das Ganze hier auch gar nicht möglich wäre. Doch nun würde ich sagen, ist auch genug mit dem Gerede und wir schauen direkt ins erste Thema rein. Und zwar, wie ist die erste Woche der Legalisierung in Deutschland verlaufen? Also ist das Abendland untergegangen und die Straftaten in die Höhe geschossen, so wie Markus Söder es gesehen hat? Oder hat sich das Ganze tatsächlich in Grenzen gehalten? Wozu es dann neue Aussagen seitens der Bundesländer gibt und wir direkt mal reinschauen, wo wir direkt lesen können, dass die Polizei eine ruhige Lage meldet. Also aus Sicht der Polizei, dass Inkrafttreten der Cannabis-Legalisierung ruhig verlaufen ist, wie zum Beispiel in Thüringen, Zitat, wir haben aber nichts Herausragendes zu berichten, es war ein absolut ruhiger Start. Was auch die Berliner Polizei bestätigen kann, die Folgendes nämlich zu berichten hat, Kontrollmaßnahmen erfolgten verdachtsabhängig im Rahmen des täglichen Dienstes, was somit gesehen eine ganz normale tägliche Arbeit war. Aber wie sieht das nun in Bayern aus? Wo Markus Söder natürlich den Untergang des Abendlandes prophezeit hat, doch die dortigen Behörden Folgendes melden, wo nämlich die Polizeipräsidenten die Lage als unauffällig und ruhig beschreiben, was schon mal gar nicht zu den Aussagen von Markus Söder passt und ihn sicherlich ein wenig sauer machen, dass es da eben nichts Negatives zu berichten gibt. Denn auch aus München heißt es, bislang seien dort keine besonderen Verstöße im Zusammenhang mit dem neuen Gesetz zu verzeichnen gewesen, was eben bedeutet, dass auch in Bayern die Konsumenten ruhig und gesittet vorgegangen sind und somit gesehen sich einen Daumen hoch verdient haben, also dass man generell in ganz Deutschland das Ganze nicht ausarten lassen hat und sich die Konsumenten eben an die Regeln gehalten haben und nun einfach ihre Freiheit genießen, ohne jemanden dabei zu stören, was somit gesehen nur richtig und wichtig ist. Und wozu es auch noch ein Zitat seitens Lüttke gibt, also direkt mal rein da. Das Cannabis-Gesetz ist jetzt fast eine Woche Realität. Und siehe da, keine Explosion der Straftaten und keine Überforderung der Polizei. Stattdessen mehr individuelle Freiheit, Entlastung und Gerechtigkeit bei der Justiz. Was ich somit gesehen nur bestätigen kann und ich selber auch von nichts Gravierendem mitbekommen habe
Und selbst am Brandenburger Tor, am 1.4., da alles friedlich verlaufen ist. Zahlreiche Menschen haben am frühen Ostermontagmorgen die teilweise Legalisierung von Cannabis vor dem Brandenburger Tor gefeiert. Also was man ja auch an den Zähnen sehen kann, wo sich alle natürlich zu Recht gefreut haben, nun endlich nicht mehr als Kriminelle zu gelten, sondern als ganz normaler Teil der Gesellschaft. Also so wie ich das eigentlich schon noch vorher gesehen habe, aber es nun wie gesagt endlich in Gesetzesform gepresst ist, wo sich allerdings noch die ein oder andere Frage stellt, und zwar was ist nun mit dem Cannabis-Gesetz und den Inkrafttreten erlaubt und in welcher Form darf ich eigentlich anbauen und was darf ich besitzen, wozu ich euch nochmal ein paar Fragen der Community rausgesucht habe und wir direkt mal in die erste schauen. Und zwar darf man zum Beispiel in einer Vierer-WG 12 Pflanzen in ein Zelt hauen? Wozu ich nur sagen kann, ja, also sobald ihr dann die 3 jeweiligen Pflanzen auch kennzeichnet, also erkenntlich ist, dass 3 Pflanzen jeweils zu einer Person gehören und ihr unterhalb der 50 Gramm für die jeweilige Person bleibt, also dann sollte zumindest meiner Ansicht nach alles okay sein. Zumindest steht im Gesetz nicht drin, dass es verboten wäre, also jetzt nun ein Zelt gemeinsam zu nutzen, was somit für mich bedeutet, dass nicht jeder sein eigenes kleines Zelt braucht. Und das Ganze auch eben gemeinsam gegrowt werden kann. Also wie gesagt, wenn es dann gekennzeichnet ist. Doch wie sieht das nun eigentlich mit den Besitzmengen aus? Wozu sich dann natürlich auch noch die eine oder andere Frage stellt. Wie zum Beispiel diese hier. Darf man 50 Gramm zu Hause und 50 Gramm im Auto haben? Wozu ich nur sagen kann, nee, leider nicht. Da die höchsten Besitzmengen eben bei 50 bis maximal 60 Gramm pro Person gelten. Also man somit gesehen das System nicht dribbeln kann, indem man 50 Gramm zu Hause hat und dann 25 Gramm im Auto, da man ja insgesamt dann 75 Gramm besitzen würde und sich somit über der Grenze von maximal mit Toleranz 60 Gramm befindet und das Ganze eben leider so nicht mehr zulässig wäre. Also die übrigen Gramm, die man noch zur Verfügung hat, muss man dann fachmännisch sozusagen entsorgen, also auf die eine oder andere Weise. Doch wie ihr das mit der Entsorgung macht, ja, das bleibt im Endeffekt wohl euch überlassen, da dazu nämlich auch nichts im Gesetz steht. Wie sieht es mit dem Rauchen im Raucherbereich vom Bahnhof aus, solange das keine Verbotszone ist? Wozu ich nur sagen kann, dass dazu wie gesagt auch nichts im Gesetz steht. Also das Rauchen im Raucherbereich, also solange man niemanden belästigen, wohl erlaubt sein wird. Also wenn dann natürlich auch die anderen Regelungen eingehalten sind, wie zum Beispiel die Abstandsregelung, worum es dann in der nächsten Frage geht. Und zwar die 100 Meter Abstandsregel zum Beispiel zu Spielplätzen. In Sichtweite eines Spielplatzes 100 Meter Radius. Was, wenn man den Spielplatz nicht sieht? Nicht, dass ich das machen würde, aber ist damit wirklich die direkte Sichtweite gemeint? Also soweit ich weiß, jedenfalls ja und den Gesetzestext eben mitnehmen kann, würde ich mich da genau eben an die Formulierung der Sichtweite halten. Also falls eben dort eine Hecke dazwischen ist oder gar ein ganzer Häuserblock, dann sollte das Konsumieren also dort eben kein Problem darstellen. Also wenn man es dann überhaupt, wie der Fragesteller erwähnt hat, machen möchte, wo ich auf jeden Fall mal an den ja, normalen Menschenverstand appelliere, was ja nun in der vergangenen Woche auch geklappt hat, also zumindest laut Meldungen der Bundesländer. Doch was auch klappen muss, ist natürlich das letzte Thema für dieses Video, und zwar die Säule 2 der Cannabis-Legalisierung, wo es dann nämlich um den legalen Verkauf in sogenannten Fachgeschäften geht, wo man dann als Erwachsener ganz normal reingehen kann und somit gesehen einer Legalisierung von Cannabis erst nahe kommt, also einen absolut wichtigen Schritt darstellt, der nun natürlich zeitnah auch angegangen werden muss und sich der Bundesdrogenbeauftragte wie folgt geäußert hat. Zitat von Burkhard Blinert: Mit dem ersten Schritt schaffen wir erstmal nur Verbesserungen für regelmäßige Konsumierende. Jetzt ist aber unbedingt notwendig, die Sache rund zu machen und die Modellprojekte als zweite Säule zu beschließen. Denn laut Burkhard Blinert, erst damit sorgen wir dafür, dass auch Gelegenheitskonsumierende nicht mehr zum Dealer gehen müssen, was eben gesehen aktuell noch der Fall wäre, wenn man wie gesagt keinen grünen Daumen hat, nicht die Zeit zum Anbauen und auch nicht auf die Social Clubs warten muss, wo man dann auch noch Mitglied werden muss. Also nur um dann vielleicht 2-3 Mal im Jahr legal zu konsumieren. Was somit gesehen eben noch ein Riesenproblem darstellt, da sich die Konsumenten aktuell eben noch vom Schwarzmarkt bedienen müssen, also somit gesehen die ganzen Streckmittel und die Gesundheitsrisiken auf sich nehmen müssen, was meiner Meinung nach eben kein Zustand in Deutschland bleiben darf und das Ganze eben noch richtig geregelt werden muss. Doch was ihr dazu sagt, gern mal hier unten in Kommentarform und generell dazu, ja, wie ihr nun die erste Woche der Legalisierung genossen habt. Und worauf ihr euch natürlich auch noch in der Zukunft freut
oder welche Frage noch offen ist, die ich euch dann hoffentlich schon im nächsten Video beantworten kann, wo es dann natürlich auch zum Thema Eigenanbau geht, also auch meine Pflanzen dann endlich am Start sind und wir uns das Ganze gemeinsam einmal genauer ansehen, wie natürlich auch die ganzen Neuerungen zum Gesetz, was möglich ist und natürlich auch die Clubs, wenn sie dann am Start sind, wo ich auch schon die ein oder andere interessante Videoreihe in Planung habe und wir eventuell auch mal gucken, welcher Club nun in Deutschland den stärksten Watt hat und den ganzen mal mit einem Tester auf den Grund gehen, worauf ich mich ehrlich gesagt schon am meisten freue. Also das ganze Thema auch mit euch teilen zu können und euch mit der Kamera mitzunehmen. Also falls ihr rund um das Thema Legalisierung, Cannabis rund auf den Laufenden gehalten werden wollt und ihr in der Zukunft solche Formate eben nicht verpassen möchtet, dann lasst mir doch auch gerne ein Abo da. Also darüber würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch nun aber noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video schon wieder, wo es dann, wie gesagt, mit den genannten Themen weitergeht. Also bis dann und zum nächsten Video.